Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Agina Trader Helpdesk. Ich freue mich sehr, dass Sie auch im neuen Jahr wieder live dabei sind. Das Webinar ist ja auch für Sie gedacht. Hier haben Sie die Möglichkeit, den Referenten, in dem Fall natürlich wieder unseren Agina Trader Experte Carsten Berger, live Ihre Fragen zu stellen. In der Regel bringt der Carsten ja auch ein, zwei Themen mit. Und von daher freue ich mich sehr, dass wir dieses Jahr wieder diese Webinarreihe mit Carsten wieder zusammen veranstalten dürfen und können. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED und ich gehe sofort zum Risikohinweis, damit das Webinar jetzt auch direkt startet. Aber wie immer muss das jetzt an der Stelle sein, denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen. Und dürfen bitte dieses Event, das Webinar, nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn es heute weniger um das Traden an sich geht. Okay, dann lieber Carsten, übertrage ich sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Super, danke Nelson für die Ankündigung und die Begrüßung zum ersten Webinar in diesem Jahr. Jetzt muss ich wieder den Bildschirm auswählen. Das kennen wir ja schon, den wollen wir nicht. Den nehmen wir und los geht's auch schon. Sehr gut. Okay, ich freue mich, dass ihr zahlreich dabei seid zum Start ins Jahr 2022. Jetzt ist es ja schon fast Ende des Monats, schon wieder Januar fast vorbei. Ich hoffe, ihr seid gesundheitlich gut rübergekommen. Mich hat es ein bisschen niedergerissen, war aber kein Corona, sondern eine normale Erkältung. Auch das kann ja mal sein mit Fieber, sodass ich da letzte Woche kein Webinar halten konnte, aber jetzt wieder fit und von daher geht es weiter. Wie ihr sehen könnt, machen wir aufgrund dessen, dass ich oft angeschrieben worden bin zum Jahreswechsel, dass ich doch dieses Agina Trader Helpdesk gerne weitermachen würde und was den Leuten im Endeffekt so fehlt beim Agina Trader. Und deshalb bin ich darauf gekommen und gesagt, okay, wir bauen ab dem Faktor 0, ab der Installation im Endeffekt jetzt hier eine Trading Station auf. Und zwar fängt das an mit einer Planung. Das heißt, die große Idee, warum habt ihr eigentlich den Agina Trader gekauft? Schreibt doch einfach mal in den Chat rein, so stichpunktartig, warum ihr den Agina Trader gekauft habt. Was war da eure Intention? Das würde mich wahnsinnig interessieren, weil das hängt nämlich damit zusammen, was am Ende dabei rauskommt. Also was erwartet ihr von so einem Produkt und was habt ihr am Ende bis jetzt damit diesem Produkt erreicht? Und ist es eigentlich aufgegangen? Also schreibt doch mal bitte in den Chat rein oder bei Fragen rein, was ihr dort bekommen habt oder erwartet habt. Ja, also meine Intention war da klar. Der ein oder andere hat es in manchen Webinaren ja wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Der Handelsplatz als ultimatives Handelstool. Ja, danke Jörg, ich sehe schon, Scannen von Aktien war der Grund, den AT zu mieten. Ja, auf jeden Fall für mich auch. Beim Scannen ist natürlich auch mit bei Signalen, ne? Also wenn du was scannst, dann willst du Signale haben oder vielleicht auch den Fundamentalfilter haben. Screening, sagt Michael. Ja, genau. Das sind, glaube ich, die Faktoren, die beim Agina Trader das ganz, ganz große Plus sind, weil es ja im Endeffekt Handelsplattform und Screening, vielleicht auch fundamental mit dem, ja, technischen Screening, dem charttechnischen Screening verbindet. Ja, und im Endeffekt dann daraus sogar noch gehandelt werden kann mit dem Anschluss beim Broker, wie bei FXFlat zum Beispiel. Ja, mit noch ganz vielen anderen Dingen natürlich auch. Für mich war es ein ganz anderes, auch das Screening, ja klar, das mache ich ja auch, das kennt ihr ja auch aus der Perlentaucherstrategie, wer meine Webinare da verfolgt, aber für mich war der Hauptfaktor Zeit. Denn meine Strategie war vorher sehr aufwendig in der Bedienung, in der Durchführung, ja, verschiedene Tools benutzt, Internetseiten benutzt und ich war dann halt immer davon abhängig, extern. Hat sich auf der Internetseite was geändert, dann konnte es sein, dass ich mir wieder was Neues suchen musste. Also es war sehr zeitaufwendig und deshalb habe ich mir den AT gesucht, weil er viele Elemente dort zusammenbringt. Und das hat natürlich auch was mit Schnelligkeit zu tun.
Michael sagt, Arbeitsplatz selber bauen. Genau das ist es. Und da würde ich mal jetzt fragen, wer hat denn schon jetzt seinen Arbeitsplatz so, dass er sagt, yeah, ich brauche mich mit dieser Sache gar nicht mehr befassen? Das ist ja wirklich mal die Frage. Oder seid ihr im ständigen Prozess und baut weiter an eurem Arbeitsplatz? Also letztendlich wollen wir das Ding ja benutzen, um zu traden, ne? Ja, Michael, ich weiß, du bist immer am Bauen, klar, Fortbildung gehört dazu, aber ihr sollt ja einen Workflow bekommen, wo ihr im Endeffekt eure Strategie immer wieder macht. Und es soll ja kein Selbstbeschäftigungsprozess sein, dass man mit dem Agina Trader rumbastelt. Letztendlich ist es ein Mittel zum Zweck. Es macht natürlich auch Spaß, damit zu experimentieren und so. Aber wer hat denn schon seine Sache erreicht? Wenn er ein Ja mal reinschreiben würde, dann würde er sagen, okay, ich habe das gefunden. Und wer benutzt denn eigentlich Add-ons? Also wer hat ein Tool gekauft von einem Trader, der eine Strategie hat und benutzt das und ist damit auch so zufrieden, dass er sagen kann, ich habe das jetzt so und benutze es genauso, wie derjenige das hat. Es gibt von mir ja auch ein Tool, was es nicht im Agina Trader Shop gibt, aber über mich mit dem Coaching verbunden, dass man die Strategie lernt und letztendlich auch den Agina Trader damit auch bedienen kann für diese Strategie. Wer benutzt denn ein Add-on zum Beispiel? Bin soweit mit dem APL zufrieden und bilde mich in Schritten weiter. Helf mir auf die Sprünge, was heißt ein APL? Also APL kenne ich, das ist Apple, aber APL, Jörg, da musst du mir nochmal auf die Sprünge helfen. Genau das ist es, ne? Und dieses Webinar soll da halt zu dienen, dass wir halt eine Trading Station aufbauen, das heißt unseren Arbeitsplatz, unseren Handelsplatz und was man da, okay, Arbeitsplatz heißt das, Jörg, dass wir da im Endeffekt ein Produkt am Ende haben, wo wir sagen können, da kann man was mitmachen. Und darum geht es im Endeffekt, die wichtigen Stellschrauben, die man dabei beachten muss und dann eine Sache hat, wo man letztendlich damit handeln kann. Ja. Das ist also nicht nur für Anfänger, sondern auch für Fortgeschrittene, die schon ihren Arbeitsplatz haben. Denn es kann ja immer mal sein, dass etwas dazukommt und ihr etwas überdenkt und dann wieder anfangt. Und ich kann euch sagen, es ist gar nicht so einfach, dann wieder etwas Neues aufzusetzen, wenn man schon eigentlich gewohnt ist, mit dem Ding andauernd zu handeln. Ja, das ist auch eine tolle Sache. Sonstige Webinare, so wie ich sie auch gehalten habe, haben immer nur Einzelheiten gezeigt, also Elemente. Mal den Scanner, mal die Chart-Funktion. Das ist auch schön, aber ich glaube, es ist auch mal ganz toll, auch für die Fortgeschrittenen zu sehen, wenn man so eine Rohfunktion hat, ja, das Ding installiert und jetzt geht's los. Was muss ich beachten? Worauf muss ich im Endeffekt blicken, damit ich in der Weite, in der Ferne das Ziel sehe, wo ich eigentlich hin will. Und ich kann euch sagen, wenn man da nicht von Anfang an so ein bisschen den roten Faden hat, dann passiert es ganz leicht, dass man schon relativ weit ist in dem Arbeitsplatz und sagt, da muss ich noch das und das nachsteuern. Und dann geht die Klickerei erst richtig los, weil dann muss man wissen, was muss wo irgendwie gespeichert werden und wie muss ich es mit einbringen. Und das kann sehr, sehr schnell dazu führen, dass so ein Arbeitsplatz unübersichtlich wird und ihr nicht mehr durchblickt. Besonders, wenn man da lange nicht mehr dran war an diesen Stellschrauben. Ja. Johann schreibt, hallo Johann, ich glaube, das braucht noch ein Jahr, so vielfältig ist das Tool, aber das Screening und die Order-Verknüpfung waren schon der erste Ansatz, um die Software zu kaufen. Ich glaube, das ist auch wirklich das große Plus bei dieser Software, diese Order-Verknüpfung, dass man halt traden kann, dass man auch, sage ich mal, die Positionsgröße berechnen kann, eine automatisierte Stop-Nachführung hat. Also das ist schon recht, recht komfortabel, das muss ich auch sagen. Dann machen wir dieses Webinar natürlich, um dann schnell ins Handeln zu kommen und die Fehler bei der Erstellung eines eigenen Handelsplatzes auch zu vermeiden. Ja, deshalb diese Webinarreihe. Wie lange diese Webinarreihe dauert, kann ich euch jetzt gar nicht sagen, sondern wir fangen jetzt einfach dann an, ne? Also den Denkprozess anzuschieben, dann diese Installation, das kennt ja jeder, wer den Agina Trader schon installiert hat, den habt ihr ja schon drauf, aber wie es dann losgeht und was man eigentlich machen muss. Ich glaube, das wird ganz, ganz spannend. Okay, dann muss ich jetzt hier nochmal raufklicken, damit hier auch die Präsentation weitergeht. Den Risikohinweis, den hat ja der Nelson schon gemacht. Wer das möchte, das wird natürlich hier aufgezeichnet, kann sich das natürlich auch auf Stopp machen und nochmal anschauen und in Ruhe durchlesen. Wer bin ich? Das wisst ihr. Ich bin Carsten Berger, bin 54 Jahre mittlerweile alt, Diplom-Verwaltungswirt, also früher Polizeibeamter. 29 Jahre bei der Polizei in Berlin tätig gewesen, lebe in Rangsdorf, 10 Kilometer südlich von Berlin. 2013 habe ich
als Coach für den Agena Trader angefangen. Gehandelt habe ich mit Aktien schon seit 1994. Aktien ist das im Endeffekt ein ETFs, was ich von Anfang an mache, und ich bleibe gerne bei einem Produkt, was ich beherrsche, und gucke nicht so viel nach anderen Produkten. Von daher habe ich dann gelernt, den Agena Trader auch als Coach für Leute beizubringen. 2015 bin ich dann als Trading Coach rausgegangen, weil ich halt die Strategie im Agena Trader umgesetzt habe und konnte das den Leuten dann auch beibringen. Die Perlentaucher-Strategie ist dann 2019 für den Agena Trader auch direkt erhältlich gewesen. Bis jetzt um 2020 haben wir jetzt auch eine Perlentaucher-Strategie-Ausbildungsgruppe. Ja, da sind die Leute drin, die halt dann einen direkten Draht zu mir haben, die halt das Coaching durchlaufen haben und dieses Tool haben. So, diese Webinarreihe muss natürlich immer eine Frage beantworten. Ja, so baust du dir deine Trading Station. Das heißt, was wird euch heute im Endeffekt gezeigt? Erstmal eure Fragen zum Agena Trader. Hat jemand einmal eine Frage, die jetzt unbedingt loswerden will, dann sollte sie natürlich nicht untergehen. Dann jetzt einfach bei Fragen oder Chat reinschreiben. Dann kann ich die auch noch schnell beantworten. Gar kein Problem. Ich setze einfach mal fort. Wenn ihr eine Frage habt, schreibt die gerne rein. Der erste Eindruck, und da meine ich wirklich, wie war denn euer erster Eindruck, als die Installation letztendlich stattgefunden hat mit dem Agena Trader? Da schauen wir drauf. Die ersten Schritte, was ist zu tun, was ist zu veranlassen, was muss ich vielleicht auch schon im Vorfeld durchdenken? Da gebe ich euch ein paar gute Tipps, denke ich mal. Und ohne Plan, sage ich mal, keine Chance, einen Handelsplatz selbst aufzubauen. Sehr, sehr schwierig für jemanden, der nicht softwaremäßig, sage ich mal, sehr tief drinsteckt, auch eine gute Trading-Ausbildung hat und das beides zusammenzubringen. Da gibt es bestimmt noch ein paar gute Tipps und nachher kommen wir natürlich auch ins Tun dabei. Das ist nämlich das ganz Große zu sehen, nach heißt nach vorne zu blicken, im Endeffekt die Fragen zu beantworten, was muss ich machen, wie, wo, wann und warum mache ich das? Ja. Welche Medien zum Lernen habt ihr, nutzt ihr im Endeffekt für den Agena Trader? Nutzt ihr für den Agena Trader, so wie ich an den Anfängen, das Handbuch? Also es war wirklich so, dass ich das gelesen habe und dann versucht umzusetzen, oder nutzt ihr Videos? Könnt ihr auch mal reinschreiben, einfach Video oder Handbuch, das würde mich auch interessieren, oder ob ihr einfach Learning by Doing macht, selber durchklickt. Das würde mich auch interessieren. So, wenn ihr jetzt schon Fragen habt, könnt ihr die natürlich stellen. Dafür ist immer Zeit, logischerweise. Wer jetzt noch kein Konto hat, zum Beispiel bei FX Flat, und hier eins eröffnen möchte, der kann sich zum Beispiel bei mir auch eine Coachingstunde kostenlos ergattern, sage ich mal, indem er über meine Internetseite www.tradercoach.de geht und dort ein Konto über diesen Link hier eröffnet. Genau das Gleiche gilt für den Agena Trader. Wenn ihr ein Produkt beim Agena Trader kaufen wollt, könnt ihr auch über meine Homepage gehen, bei Leistungen und dann bei Services findet ihr hier die entsprechenden Links. Okay, genug Werbung gemacht. So sieht das aus. Ja, der erste Eindruck, also so habe ich ihn heute installiert, mal nackt drauf getan. Und wo sah der Agena Trader denn aus? Also schwarz, muss man mögen, es gibt ja gewisse Vorlieben. Und ja, das sieht heute im Endeffekt aus, man sieht gar keinen Chart. Also so ging es mir, ich weiß nicht, wie es bei euch war, als ihr ihn installiert habt. Da sage ich mir, okay, es ist eine Chartsoftware, man sieht keinen Chart. Das war schon mal nicht so toll. Und jetzt frage ich euch, was waren deine ersten Eindrücke? Was waren eure ersten Eindrücke, als ihr die Software, die sah damals vielleicht, wenn ihr hier von 5, 6 Jahren schon gekauft habt, bei der Installation anders aus? Das kann natürlich sein. Aber was war dein erster Eindruck? Hast du dich da aufgehoben gefühlt? Hast du gesagt, ey, übersichtlich, jetzt geht los, ich weiß genau, was ich tun muss? Oder wie war euer erster Eindruck? Ich wusste ja, also nirgends so, ich wusste ja um die Funktionsvielfalt, die dieses Tool hat. Und war da schon richtig neugierig drauf, aber mir ging es halt so, okay, sagen wir, ja, relativ, weiß ich nicht wie. Also es gibt ja auch andere Softwares, da klickst du drauf und wirst irgendwie durchgeleitet und kriegst mehrere Funktionen dazu. Hier hast du einfach mal so wusch alles drauf und musst dir das im Endeffekt ein bisschen selbst erarbeiten. So, dann würde mich interessieren, was waren denn deine Probleme am Anfang mit dem Agena Trader?
Ja, wenn da jemand einfach ein Problem hat, auch diese Frage, ich bin da sehr interaktiv, gerne reinschreiben, was war denn das erste Problem überhaupt? Also ich weiß meins noch. Das erste Problem mit dem Agina Trader, schreibt das mal rein, das gucken wir uns auch an. Okay, die erste Frage ist Schritt 1. Agina Trader kann ja viele Dinge, aber die erste Frage, die ich mir überhaupt stellen muss, ist ja, was brauche ich denn zum Traden? Und beim Schritt 1, welche Instrumente? Und genauso heißt das auch im Agina Trader, nämlich Instrument Escort zum Beispiel. Damit ist ja was gemeint? Damit ist gemeint, welche Instrumente möchte ich denn handeln? Also handle ich zum Beispiel so wie ich Aktien, ETFs, gemanagte Fonds, Optionsscheine, Hebelzertifikate, Optionen, Futures, Bitcoin, Forex. Da muss ich mir im Vorfeld klar sein oder handle ich alles? Und danach richtet sich ja die Sache schon aus. Gewisse Dinge muss ich halt ausschließen, was der Agina Trader nicht kann. Da sind zwei Dinge eben genannt worden. Werdet ihr auch wissen, das sind zum einen Optionsscheine und Hebelzertifikate. Die kann er kurstechnisch hier nicht abbilden. Das ist ja auch ein Riesenmarkt. Ja. Es gibt ja tausende von verschiedenen Hebelzertifikaten. Optionen kann er mittlerweile, konnte er früher nicht. Ist auch sehr schön integriert worden in den Agina Trader. Und den Rest kann er auch anzeigen, ob es jetzt gemanagte Fonds sind oder so. Auch das kann er. Ja. Also darüber muss ich mir im Vorjahr klar sein, was ich habe, damit ich überhaupt weiß, wie will ich denn meinen Arbeitsplatz überhaupt aufbauen? Was brauche ich dafür? Ganz wichtig, wenn ich einen Chart sehen will, dann muss ich natürlich auch dort mir im Klaren sein, wie kriege ich denn da die Daten rein, dass dann ein Chart angezeigt wird. Und in welcher Frequenz brauche ich die Daten? Da rede ich halt, brauche ich die Realtime, also Tick für Tick, oder kann ich die zeitverzögert dann natürlich auch für einen günstigen Kurs bekommen? Oder kriege ich die Daten zum Beispiel völlig kostenlos? Und was sind die Bedingungen dafür? Ganz, ganz viele Fragen, die sich immer wieder neu stellen. Auch für Leute, die sich erweitern, andere Instrumente traden, vielleicht eine andere Strategie haben. Das, glaube ich, ist eine Frage, die muss man im Vorfeld auch klären. Also, wenn ich Aktien zum Beispiel handle, so wie ich, als an der Börse, direkt nicht als CFD oder ein anderes Derivat oder Future oder sowas oder Option, sondern dann brauche ich die Kursdaten entweder von einem Broker, ja, zum Beispiel bei FX Flat, kann man ja auch bei Interactive Brokers ein Konto eröffnen, dann ist es bei der TWS, ob der hat quasi Daten, die auflaufen, damit ich einen Chart sehe im Agina Trader. Also die Daten kommen von einem Broker oder halt von einem Datenfeed-Anbieter wie Taipan, der da sehr valide ist und sehr, sehr viele Instrumente unbeschränkt im Endeffekt bedienen kann im Agina Trader. Kommt die Daten aus der TWS oder von dem Taipan-Datenfeed-Lieferant in den Agina Trader und dort werden sie aufbereitet, damit die dann im Chart angesehen werden können. Ja, wenn ich zum Beispiel bei FX Flat direkt CFDs handeln möchte, dann bekomme ich diese Daten zu diesem CFD kostenlos in den Agina Trader auch reingeleitet. Da spare ich mir natürlich die Kosten für Taipan. Das kostet natürlich was, weil es ja eine Dienstleistung ist, die sie mir erbringen. Oder in der TWS von Interactive Brokers, wenn ich dort die Daten bekomme, dann muss ich natürlich auch einen kleinen Obolus bezahlen oder so viele Trades absetzen, dass ich dann den Datenfeed umsonst habe am Ende. Aber letztendlich muss ich dort mir darüber Gedanken machen, woher kriege ich die Daten? Genauso ist es für den Optionsdatenfeed und Futures, da muss ich wissen, was kommt da für Kosten auf mich zu. Das sind halt Extrakosten. Gerade bei kleinen Konten muss man das vorher wissen. Welcher Broker handelt denn die Instrumente, die ich mit dem Datenfeed im Agina Trader versorgt bekomme? Ja, muss ich vorher auch wissen, was kann der Broker, welche Gebühren entstehen da? Das muss ja jeder sowieso in dieser Riesenvielfalt machen. Und was ist der Agina Trader dort als Handelszentrale? Was kann man dort andocken? Ja, man kann auch verschiedene Konten andocken. Man könnte zum Beispiel auch die TWS über FX Flat bestellt
bei Interactive Brokers Aktien dort direkt Nasdaq, NYSE oder im Xetra im deutschen Aktienmarkt handeln, aber auch auf der anderen Seite den CFD-Datenfeed nutzen und den CFD, die Broker-Eigenschaft bei FX Flat und dort zum Beispiel CFDs oder Forex handeln. Ja, das geht natürlich auch. Es geht gleichzeitig. Wenn man das verschiedene Broker hat, verschiedene Zuordnungen, dann routet der Agena Trader dort die Orders hin. Eine tolle Sache. Also das ist eine wichtige Frage, um überhaupt mal vorausschauend zu wissen, was brauche ich dafür. Da muss ich mich fragen, wie möchte ich denn an den Märkten überhaupt aktiv sein? Da gibt es ja viele, viele Dinge. Zum einen gibt es dort den Investor. Auch dafür kann man den Agena Trader benutzen, weil man ja auch eine Analyse machen kann, fundamental und auch charttechnisch. Und dort ist es halt langfristig ausgerichtet. Da muss ich wissen, okay, was brauche ich für ein Datenfeed? Da brauche ich mit Sicherheit wahrscheinlich keine Realtime-Daten, was natürlich dann auch wieder günstiger ist. Will ich ein bisschen weiter gehen, dann will ich ein Trader sein, da bin ich ja etwas aktiver. Da gibt es ja viele Formen, ne? Zum Beispiel Swing Trading, so wie ich das zum Beispiel mache, teilweise auch Ausbruchstrader, aber sehr, sehr gering. Markttechnik-Trader, Volumentrader, so wie ich das handhabe, bin ich eher den kumulativen Ansatz geschuldeter. Im Endeffekt Perlentaucherstrategie, wo mehrere Dinge, so wie Volumen, Swing Trading, Markttechnik, Gaps und so weiter, wer das kennt, das könnte sich hier bei FX Flat gerne die Einstiegs-Webinar-Reihe Indexanalyse nach der Perlentauchmethode habe ich als erste Webinar gehalten bei FX Flat und dort bin ich tiefer in meine Strategie eingegangen. Ja, da muss man sich auch vorher Gedanken machen. Oder bin ich ganz kurz unterwegs, ja, was sehr zeitintensiv sein kann, Intraday-Trader zu sein und dort kurzfristig an den Märkten zu sein. Und hier sind natürlich dann auch Realtime-Daten und gute qualitative Daten und ein guter Kurssteller als CFD-Broker nötig, so wie es FX Flat macht, um dort, sage ich mal, erfolgreich handeln zu können. Das heißt, ich muss im Vorfeld wissen, welche Zeithorizonte möchte ich bedienen. Ich zum Beispiel bediene überwiegend Investor und Trader. Intraday auch, aber der meiste Anteil liegt auf Trader und Investor ist im Endeffekt gar nicht so zeitintensiv. Dort habe ich die Charts, ich habe meine Liste, da sind meine Werte drin und ich kann die Agena Trader relativ easy verwalten. Als Trader bin ich ja ein bisschen schneller unterwegs, das heißt, ich handle von 2, 4 bis 3, 4 Wochen so ein Trade, je nachdem, wie gut der läuft. Und dann bin ich da wieder raus und das ist halt so ein rollierendes System. Intraday Trader ist klar, da habe ich halt mehrere Aktien eventuell oder Futures am Start, bin ich da diversifikativ unterwegs. Das heißt, wo ich aus mehreren auswähle, mache ich News Trading, da gibt es ja verschiedene Ansätze und genau dafür muss ich meinen Handelsplatz ja bauen. Dass es übersichtlich ist, dass ich da nichts wegklicke und so weiter. Es ist extrem wichtig, dass ihr euch darüber im Vorfeld schon mal Gedanken macht. Und deshalb sage ich mal provokativ, ohne Plan keine Chance. Das Resultat der vorherigen Schritte, die wir jetzt gerade so angesprochen haben oder die ich euch mal nahegelegt habe, zeigt im Endeffekt, dass ich mir im Klaren darüber sein möge, was ist meine Vorgehensweise. Wie soll es ablaufen? Wenn ihr ein Buch lest, zum Beispiel, sage ich ja immer, außer ihr seid arabisch unterwegs, dann lese ich das ja von links nach rechts und dann immer Seite nach Seite und klicke nicht von links nach rechts. So ist mein Arbeitsplatz zum Beispiel auch aufgebaut, dass ich halt im Endeffekt wie so ein Filter von links nach rechts durch meine Tabs klicke und nachher zu einem Ergebnis komme. Das heißt, ich muss wissen, aha, ich möchte mir etwas aufbauen, wo ich im Endeffekt vielleicht von links nach rechts durchklicke und am Ende dann mein Depot habe oder meine Handelsliste habe, die ich handeln müsste, davor vielleicht eine Watchlist und so weiter, davor ein Screener, Fundamental-Screener und vielleicht noch diesen Kalender, Finanzkalender. So muss das ungefähr aussehen. Das kann man sich ja aufmalen auf einem normalen Blatt Papier, damit man ungefähr weiß, wo geht denn die Reise überhaupt hin. Ganz wichtiges Thema, was auch viele, viele verlieren, ist die Struktur. Und ich bin ein extrem strukturierter Typ, das hängt vielleicht mit dem Beruf des Polizisten zusammen, wo man auch alle als Einsatzleiter, sage ich mal, als Einsätze durchdenken muss, alle Eventualitäten und ja,
Dinge, die passieren können, Ereignisse im Vorfeld abzuschätzen. Das kommt mir, glaube ich, zugute beim Trading auch, wo halt ein Trade bei mir völlig durchgeplant ist. Da kann eigentlich kaum was passieren, was nicht erwartet ist. Und ich in dementsprechend handle, was ich ja vorher schon festgelegt habe. Das heißt, Struktur und Workflow bietet im Endeffekt eine Einheit zwischen Strategie und Bedienung einer Software. Ja. Das ist halt eine starke Synergie. Das heißt, wenn ich eine Kombination habe zwischen Bedienung und Strategie, dann werde ich dann auch viel sicherer und kann mich dann im Endeffekt mit dem Kursgeschehen, mit dem Handelsersatz, sag ich mal, beschäftigen und im Endeffekt einen Trade managen. Wenn ich unsicher bin in der Bedienung und habe keinen Workflow und weiß eigentlich gar nicht, wo ich hinklicke und aus jedem Tab irgendwo einen Trader öffne, aber dann diesen Tab wieder schließe. Ja, das sind diese Tabs oben beim Agina Trader, wo halt die Listen drin stehen wie DAX oder so. Mache ich die denn zu? Wo finde ich den Trade wieder? Ja? Ganz, ganz viele Dinge, die man auch wissen muss, wenn so eine Software mal nicht richtig funktioniert. Wie kann ich denn da überhaupt eingreifen? Ja, wenn ich da eine riesen Position offen habe und dann funktioniert das nicht, dann wird es halt schwierig, man wird nervös und macht Fehler. Und das muss ich im Vorfeld üben. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, der optische Aufbau spielt auch eine Rolle. Struktur optisch, wie findet sich das Auge zurecht? Ich bin, möchte eine Handelsplattform haben, die nicht so farbintensiv ist. Ich versuche einen ergonomischen Aufbau zu haben von der Farbe. Ich mag es nicht schwarz, das ist mir beim Handel zu kontrastreich. Ich habe gerne einen Grauton, weil es für die Augen etwas schonender ist, wenn man schnell drauf guckt. Habe ich früher auch viele Webinare darüber gemacht, was halt im Endeffekt Augenschutz ist. Was zum Beispiel gar nicht geht, sind dunkelblaue Hintergründe. Also das würde ich gar nicht machen. Das ist fürs Auge echt Gift. Dann eine Abfolge. Das heißt, wie kann ich denn jeden Tag dasselbe tun? Ja, weil das Workflow so aufgebaut ist, dass ihr im Endeffekt gar nicht in die Versuchung kommt, etwas anders zu machen. Ja, ihr klickt einfach immer wieder durch. Das wird dann irgendwann langweilig, aber es ist ja wie ein Job. Also wenn ihr bei euch auf Arbeit geht, dann fangt ihr auch nicht jeden Tag an, eure E-Mails anders oder rückwärts oder seitwärts zu lesen, sondern ihr macht ihr mal selber, damit es möglichst schnell und effizient geht. Ne? Dann auch ganz wichtig, wenn ihr alles fertiggestellt habt, wie sichere ich mir das eigentlich ab, wenn mal irgendetwas passiert? Ja, es kann Updates geben, die halt Funktionalitäten stören. Wie gehe ich da vor? Wie mache ich das überhaupt? Muss ich immer der Erste sein, der beim Update vorne mit bei ist? Ne? Also letztendlich Fehlerquoten ausschließen und Worst Case vorher analysieren. Und das kann man auch mit so einem Handelsplatz, den man kennt, wo man weiß, wo die Stellschrauben sind, auffangen. Effizienz, ganz klar. Also für mich war Zeit sparen, raufklicken und dann muss das Ergebnis kommen. Na klar, muss ich ein Trading-Wissen haben, ja. Also entweder habe ich eine vollautomatisierte Strategie, wo ich sage, da drücke ich drauf und dann macht er das, weil ich das irgendwie weggetestet habe, dann muss ich nicht eingreifen. Oder aber ich habe etwas, was mir eine Aktien screent und ich muss dann nochmal visuell etwas drüber blinzeln über diese Position, ob der Computer mir auch das ausgespuckt hat, was ich wirklich sehen wollte. Denn oft ist es ja so, mein Auge sieht es so, aber der Computer sieht es halt anders. Ne? Das ist halt oft so der Fall. Und nicht alles kann man bis ins kleinste Detail bis zum Einstieg eines Trades vordefinieren. Das ist nicht so einfach. Man kann es durchstrukturieren und das macht das Leben im Agina Trader dann im Endeffekt einfacher. Wenn ihr Fragen dazu habt, Anregungen dazu habt, wie unser Handelsplatz sich jetzt entwickeln soll, weil ich habe jetzt noch keinen Plan, wie ich das entwickle. Ich mache das jetzt einfach so, dass wir einen Handelsplan, eine Handelsplattform haben, die Elemente, die man dann braucht, um selbst sich einen zu erstellen, also wird befähigt sein, dann selbst einen zu erstellen, weil alles das drin ist, was der Agina Trader im Endeffekt kann, dass das jetzt kein Trading-Ansatz ist, den ich jetzt selber handle, das muss euch schon klar sein, aber ihr wisst im Endeffekt, die Funktionen, die daraus entstehen, könnt ihr benutzen, und um euren Handelsplatz so zu bauen, und wenn ihr das beachtet, werdet ihr das auch schaffen. So, jetzt habe ich genug theoretisch gesprochen, ist schon eine halbe Stunde rum. Jetzt fangen wir mal an mit dem entsprechenden Blick in den Agina Trader. Genau. So, jetzt muss ich den erstmal finden. Wo ist er? Da ist er. So sieht mein Agina Trader nicht aus. Hier oben steht Universe-Version. Das ist die, die ich habe. Die gibt es gar nicht. Ich bin schon so lange dabei. Da bin ich dem Gilbert Kreuzbarler auch sehr dankbar, dass ich
diese Funktion habe. Das ist im Endeffekt die Funktion der Andromeda-Version. Ja, also wer diese da untergeordneteren Versionen hat, wird einige daran nicht finden. So, jetzt schaue ich mal, ob nochmal Fragen aufgelaufen sind. Ich sehe, einige Bekannte sind noch dazugekommen. Das freut mich. Wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr die immer dazu, sage ich mal, stellen. Ihr habt vorhin gesehen, als es losging, dass ich ja keine Kursdaten hier drin hatte. Was habe ich jetzt gemacht in der Zeit, damit ihr das nicht, jetzt dauert ja eine Weile, bis hier was gemappt wird. Ich sage, was heißt Mapping? Mapping heißt im Endeffekt, dass die Kursstellungen, die Kursdaten, die von einem Datenfeed-Anbieter kommen, oder wenn ihr eine Aktie kaufen wollt oder ein Future, die Kürzel, jetzt hier zum Beispiel 6b zum Beispiel, dass der Agina Trader weiß, was ist denn das hier für ein Future? Ja? Und was ist das für eine Aktie, wenn DAI.de dort steht? Was ist das? Wie wird das gekennzeichnet? Und da hat jeder Datenfeed-Anbieter eine andere Bezeichnung. Teletrader zum Beispiel hatte früher Nummern. Taipan hat zum Beispiel eine andere Stellung für eine Bezeichnung für diese Aktie. Und das muss abgeglichen werden. Das ist Wahnsinn, was der Agina Trader da abgleicht und letztendlich das auch funktioniert. So, dann habe ich hier im Endeffekt Folgendes gemacht. Ich bin auf Haupt gegangen, Verbindungen und habe mir ein neues Konto hinzufügen gewählt und habe dann hier unter, man muss vorher hier die Datenverbindung kappen, damit man das machen kann, ein Konto angelegt. Ja, das kann. Kommt ihr immer noch dazu kommen, dass ihr sagt, hey, ich brauche jetzt ein CFD-Konto bei FX Flat, yeah, dann haue ich mir natürlich hier noch eine Liste rein. Ich mache das mal hier unten alle trennen, so, dann leuchtet hier das unten rot auf, das heißt, die Verbindungen sind gelöst, jetzt kann ich Kontoverbindungen erstellen. Jetzt könnte ich sagen, hinzufügen und kann mir hier welche aussuchen. Bei mir war es Taipan, das ich noch mit reingenommen, und zwar die Net-Funktion, das heißt, die Funktion, die mir ermöglicht, dass ich keine Zusatzsoftware im Gegensatz zu Taipan hier oben brauche. Dieses Realtime-Tool, was da immer installiert war. Ich habe jetzt diese Taipan-Schnittstelle, da geht das direkt. Da brauche ich das nicht. Ich habe Verbindungen hinzugefügt, habe da einen Namen eingegeben und dann die Daten, Passwort und Benutzererkennung eingegeben und dann wird das Ding gemappt. Aus und vorbei, fertig. Und dann wurden hier die Kurse befüllt, dass ich hier einen Chart habe. So, den habe ich nie eingestellt. Der ist wirklich hier so ausgeliefert worden. Wir sind hier in der Default-Version. Das heißt, so eine Grundeinstellung, so wird das ausgeliefert. Und für mich der erste Eindruck war, boah, was sehe ich denn hier alles? Was blinkt hier? Mittlerweile sind ja viele, viele Funktionen auch noch dazugekommen. Ist es meine Farbgebung oder so? Wie kann ich jetzt im Endeffekt vorgehen? So, ich verbinde mal hier einfach wieder mit einem Rechtsklick. Connect und gebe euch gleich mal den Tipp, weil ich ja das Mapping angesprochen habe. Stellt euch mal vor, es kommt eine neue Aktie auf den Markt, ja, morgen zum Beispiel, ist ja egal, ja, die verkauft ungefähr Bananen, ist eine neue Aktie und die wollt ihr irgendwie handeln, also eine neue Emission. Dann weiß der Agina Trader nicht automatisch, dass eine neue Aktie da ist. Das heißt, ihr müsst ab und zu mal was Folgendes manuell anstoßen. Und das ist hier über Werkzeuge. Früher hieß das mal Tools, jetzt mittlerweile sind es Werkzeuge. Einstellungen, Instrumente, Märkte und Mappings. So, wenn er da draufklickt, da ist ja auch das Wort, ja, dann kommt hier dieses Zeichen. Das ist dringend empfohlen an den Verbundenen. Ja, okay, muss ich jetzt aber nicht machen. Dann kann ich mir hier auswählen Taipan. Kann auch das auswählen, aber letztendlich ist es der Datenfeed-Lieferant oder der TBS, Interactive Brokers. Wenn ihr zum Beispiel auch bei FX Flat seid, dann könnt ihr hier auswählen, mach mal hier ein Endeffekt ein Update für ein Mapping. Klickt auf Import, mache ich jetzt nicht, weil dann geht das wieder los. Und dann holt ihr sich auch diese Daten einer neuen Aktie, die Bananen jetzt verkauft, und dann habt ihr die auch drin und könnt die dann im Endeffekt als Neuemission dann traden. Was natürlich dazu führt, dass er im Endeffekt im Tageschart dann nur eine aktuelle Kerze hat, die dann halt mal da drin ist und dann wächst der Chart. Aber man hat sie dann drin. Ne? Viele haben gesagt, Mensch, Beyond Meat, wo ist denn die? Wie kriege ich die? Ja, dann habe ich gesagt, da muss ich einfach mal mappen und das geht recht zeitzügig. Also so funktioniert das. Das mache ich so einmal im Monat, außer es kommt mal eine Aktie auf den Markt, die jetzt unbedingt handeln möchte. Ja. Man kann auch hier die Instrumentlisten, wenn er darauf klickt, dann seht ihr, sind Haken drin.
ATX, österreichischer Index, aber wir haben ja auch den Dow und so weiter. Das sind die Listen, die von Agena Trader verwaltet werden. Und hier habt ihr auch Russell von 1 bis 9 und so weiter, S&P 500 und da teilt die ersten 100 und so. Die werden von Ihnen, vom Agena Trader Team, glaube ich, geupdatet. Und da müsst ihr mal ein bisschen geduldig sein. Es kann manchmal sein, dass es noch nicht gleich erfolgt. Aber in letzter Zeit funktioniert das, glaube ich, recht gut. Also ich habe mir eigene Listen erstellt, wo ich dann das selber für mich update. Das geht natürlich auch. Und natürlich habt ihr die Instrumentlisten vom Broker, die dann auch nochmal zusätzlich mitgeliefert werden. Dort könnt ihr auch ein Update machen. So, das ist also völlig empfehlenswert, würde ich sagen. Okay, so, jetzt sitzt man hier, man hat seine Strategie. Wie fange ich an? Also ich gucke mir dann erst natürlich an, was ist denn hier überhaupt? Was ist hier auf dem Bildschirm? Was wollen die eigentlich von mir? Ne? Und als allererstes würde ich euch immer empfehlen, euch festzulegen, möchte ich eine Bedienung machen nach Icons, also diese Dinger hier oben, nach Bildern, oder bin ich der Menüführende? Und ich habe mich von Anfang an festgelegt, am Anfang, um das Tool besser kennenzulernen, nach dem Menü zu gehen. Also das heißt A, was mal hier oben drin ist, logischerweise. Das könnt ihr euch jetzt alles einzeln erklären, aber das wird in der Vielfalt meistens gar nicht gebraucht, um einen Handelsplatz, sage ich mal, sinnvoll aufzubauen. Kann man sich hier diese Sachen kurz mal drüber gucken, damit man überhaupt sieht, was da sich darunter verbirgt. Wunderbar. Also ich bin eher derjenige, der auf diese Dinge raufklickt, wo man auch etwas lesen kann, weil dann kann ich das auch ein bisschen hinterfragen. Und man kann natürlich auch, wenn man da Fragen zu hat, auf diese Glühbirne in diesen Ausbildungsmodus gehen, wo man halt immer dann nochmal so eine Glühbirne ein paar Fragen beantwortet kriegt. So, und im späteren Verlauf, wenn man ein bisschen vertraut ist, dann kann man sich hier auch die entsprechenden Icons nutzen, dann auch nicht so viel. Das ist halt Geschmackssache. Ja. So, was bietet der Agena Trader letztendlich hier in seiner Vorfunktion? Was brauche ich? Was möchte ich eigentlich für einen Arbeitsplatz haben? Also das, was hier oben drin ist, sind hier oben sind ja so ist so eine Dreierkombination drin. Da sind irgendwie Preisalarme und was ist eigentlich als Paket, also diese Add-ons importiert und dann gibt es ein Fehlerprotokoll. So, das sind so drei Sachen. Die sind in einem Chart-Layout-Fenster drin. So ein Tab-Fenster, also sagen wir mal Management-Fenster und also Container. Und genauso haben wir hier das Order Manager, Trades und Konten. So, jetzt muss man sich ja fragen, wenn ich hier Trades habe, ob mir ein Auge das toll findet, dass ich hier immer scrollen muss. Ja, also wenn ich jetzt hier einen Trade habe, wo alle Zeiteinheit und Einstiegskurs befüllt wird, will ich dann hier immer anfangen, irgendwie zu scrollen, ist das sinnvoll. Ja, und bei Konten und so weiter. Wenn ich das nicht für sinnvoll beachte, brauche ich es erstmal nicht. Ich kann das ja auch anders aufrufen und zwar auf einer ganzen Fläche, dass ich es gleich sehen kann. Ja, oder auf dem Extrahieren auf dem zweiten Bildschirm. Ja, wenn ich sagen will, ich will immer meine Konten sehen und immer meine Trades sehen, dann kann ich so einen Tab anklicken, mit rechts drauf gehen und sagen, loslösen. So, jetzt sind die Trades losgelöst. Man sieht es hier und ich kann das auf den zweiten Bildschirm schieben. Mache ich den Bildschirm zu, dann kommt es beim nächsten Mal beim Öffnen wieder dazu, dass der dann auf den zweiten Bildschirm gelegt wird. Will ich das wieder rückgängig machen, dann klicke ich mit rechts da drauf, auf dieses weiße Feld, anheften zu, Hauptfenster und schwupps ist er wieder zurück. So, ich mag das nicht, also mache ich das weg. Wie kriege ich denn das jetzt weg? Weil ich ja erstmal den Handelsplatz an sich für mich aufräumen will. Da habe ich hier so ein X, dann mache ich, ja, klicke ich einfach mal drauf, was passiert? Trades verschwindet. Also dieses X ist dann zuständig für den orange unterlegten Tab. So, das brauche ich auch nicht und das brauche ich auch nicht. Ei, jetzt hat sich der Container geschlossen. Das heißt, dieser Container hier oben, wo Protokoll drin ist, und ich muss ja nicht immer sehen, was ich für ein Paket importiert habe. Das brauche ich nicht, diese Informationen. Also X ich die auch weg. Ein Preisalarm muss ich auch nicht sehen und ein Protokoll will ich auch nicht sehen. Ah, jetzt sieht es auch schon ein bisschen besser aus. Ne? Weniger Information ist mehr, so geht es mir jedenfalls. Also wenig Information heißt auch, ich höre mir nicht so viel Nachrichten an, ja, lasse mich von außen nicht so viel beeinflussen, wenn ich trade. Dann will ich meine Meinung, mein Setup, meinen Plan und dann ist gut. Also von außen hört man ja tausend Meinungen, sieht man auch bei Corona jetzt tausend Meinungen und man entweder hat man seine Meinung und handelt seinen Plan oder geht danach vor. Ansonsten wird man zu sehr abgelenkt. Ja? Die Eindrücke werden ja immer mehr.
So, jetzt haben wir das. Jetzt muss ich mir darüber Gedanken machen, was ist denn das Wichtigste in einer Chart-Software? Und das würde ich immer zuerst angehen. Das ist das Chart-Layout. Das ist die Grundfrage überhaupt. Das heißt im Endeffekt, was sehe ich hier in diesem Kasten, in diesem Chart-Kasten, der genau das hier umfasst? Ja, diesen Rand, wo ich mit der Maus bin. Und hier gibt es eine ganz wichtige Taste, hier oben diese Pfeiltaste. Und da klicke ich jetzt mal drauf und dann passiert Folgendes. Dann fliegen die anderen beiden Charts, die rechts daneben sind. Und wenn ich wieder raufklicke, natürlich noch dahinter. Kein Problem, aber ich zum Arbeiten habe ich das doch gerne ein bisschen größer. So, und jetzt fange ich, und auch für diejenigen, die schon Handelsplatz haben, wenn die jetzt was Neues machen wollen, dann ruft ihr euch einfach so ein Tab auf hier, so ein Chart, und dann bearbeitet ihr den so, wie ihr den haben wollt, komplett. Das heißt, ihr stellt eure Kerzenfarbe ein, ihr stellt eure Sachen im Action Bar ein, was ihr haben wollt, zum Malen und so weiter. Aber das Hauptproblem, was ich jetzt zum Beispiel habe, ist, ich mag zum Beispiel überhaupt kein Schwarz. Also, dann, wo kann ich das grundlegend ändern? Klar, hier bei Haupt, Stil, ja. Und dann ist das alles, was im Rahmen ist, anders. Also wenn ich jetzt hier auf Blau gehe, dann wird das hier blau werden, hoffentlich. Aber der Chart verändert sich nicht, ne? Also das heißt, wie sieht das drumherum aus? Da kann man ein bisschen spielen, ne, und sich das angucken. Ich weiß gar nicht, was ich da habe. Ich glaube, ich habe Silber. Ja, vielleicht habe ich Silber. Ich habe vielleicht auch Sachen. Ist egal. Ich lasse jetzt mal Silber so. Dann habe ich da schon Entscheidungen, wie die ganzen Leisten und so weiter aussehen. Aber der Screener hat sich nicht geändert oder der Scanner. Und auch der Chart hat sich nicht geändert. Das heißt, im nächsten Schritt werde ich das anpassen. Jetzt gehe ich hier oben. Diese Leiste ist dafür zuständig, was hier im Chart passiert. Ja, deswegen schwebt die immer da oben. Gehe ich raus, ist sie weg. Komme ich rein, ist sie da. Dann brauche ich intuitiv mal, nehme ich jetzt so ein Tab, Farbe. Da klicke ich drauf und dann komme ich wieder auf diese zahlreichen Untermenüs, was brauche ich? Hintergrundfarbe. Will ich was haben, was nicht weiß ist? Weiß ist ganz schön hell für mich. Wo? Mir zu hell. Was mache ich? Nehme natürlich eine andere. Ich habe so einen Graufaktor. So, wird es schon ein bisschen ruhiger. Da passt natürlich überhaupt nicht zu, dieses aggressive Grün, weil das sehe ich überhaupt nicht. Das heißt, ich muss meine Kerzen anpassen. So, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Verlaufende Farben oben, unten. Das gehört alles zu der Hintergrundfarbe. Ich muss gucken, wo sind Kerzeneinstellungen? Die sind hier. Zack. Das machen wir jetzt. Kerzeneinstellungen. Was muss ich gucken? Ich habe hier einen Candle-Chart drin. Den verstelle ich jetzt. Was ist hellgrün? Das sind die Kerzen. Das mag ich nicht. Ich will eine dunkelgrüne Kerze mal haben und sage mir, das ist eine positive Kerze. Jetzt muss man gucken. Rahmen. Das ist der Rahmen. Er hat also nur den Rahmen. So, ich will aber eine volle Kerze sehen. Jetzt muss ich mal gucken, wo kriege ich die volle Kerze hin? Farbe des Upticks, auch dunkelgrün. Okay. Das ist auch der Rahmen, also dieses von dieser roten Kerze. Das lasse ich mal so. Und ich brauche aber auch des Downticks. Das heißt, die Kerze geht nach unten. Ja, mache ich auch mal so. So, Pre- und Postmark, das heißt, vorbörsliche Kurse interessieren mich nicht. Rahmenfarbe brauche ich auch nicht. So, das lasse ich mal. Wenn einer 3D will, nimmt er 3D, brauche ich nicht übernehmen. Da kann man sich das angucken. Und dann sieht man schon mal, das Feld bleibt offen. Ich kann weiter einstellen. Könnte hier auch noch andere Charts einstellen. Ja. Jetzt muss ich mal gucken hier. Okay, ist Main Chart, alles klar. Bleibt so. Kerzenabstand, das will ich mal so lassen. Das würde ich so lassen. Okay. Ja. So, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Jetzt muss ich mir darüber Gedanken machen, was will ich als Indikator haben? Ja, ist ja strategieabhängig, jeder hat ja eine andere. Aber letztendlich muss ich wissen, was will ich da eigentlich reinhauen? Bedeutet, ich gehe mal von aus, dass hier Sachen im Action Bar sind. Action Bar bedeutet, man kann hier Dinge hinzufügen. Zum Beispiel bei Indikatoren, wenn ich drüber hover mit der Maus, dann kommt da unten der ADX, gehe ich weg, ist er weg, klicke ich drauf, bleibt da drin. Das heißt, ich kann das individuell anpassen. Bedeutet, wenn ich nicht immer alle Indikatoren im Chart haben will, was ja auch wieder unübersichtlich ist, dann nutze ich den Action Bar. Habe ich zum Beispiel das Volumen, was ich immer drin habe, dann bleibt das permanent drin. Das mache ich dann hier rein. Bedeutet, Indikatoren, die ich permanent im Chart haben will,
lege ich mir über diesen Tab rein, Indikator. Ne? Zack, Indikator, und das nehme ich einfach mal den ATR, Schwankungsbreite, ja, 14, der ist dann da drin, ich lasse die bei 14 und New Panel bedeutet in dem Fall, es geht unter den Chart, mache auf Übernehmen, dann ist hier der ATR 14 drin. Ja. So, habe ich das. Jetzt habe ich hier einen RSI drin. Jetzt muss ich gucken, ist der da oben drin? Dann kann ich den auch über diese Taste letztendlich gucken. Was ist denn da drin? Das sind alles die Dinger, die offen sind. Bollinger Band, SMA 200, 8, EMA, RSI. RSI will ich nicht, markiere ich und gehe auf Löschen. So, und übernehmen. So, jetzt ist der weg. Aber der RSI ist ja auch im Action Bar. Das heißt, ich könnte den immer wieder einblenden. Aber wenn ich den nicht weg haben will, muss ich in die Action Bar rein und aufräumen. Was machen wir jetzt? Rein in den Action Bar. Hier dieses, ich sage immer Hammer und Sichel. Wird ja auch immer mal wichtiger, dieser Begriff. Ja? Die Russen an der Grenze, Hammer und Sichel. Hm. So, jetzt gucken wir auf Indikatoren. Hier unten sind die Sachen, die man da alle reinpacken kann, rechts in die Reihe. Indikatoren. So, angeklickt. Da sind sie drin. RSI will ich nicht. Machen wir weg. Markieren, entfernen. Bollinger Band. Ja, Bollinger Band finde ich cool. Kennt ihr ja bei mir aus der Perlentaucher-Strategie. Ist auch super. Ist aber das Prozent B. Das brauche ich nicht. Also entferne ich das. Bollinger Band, ja. Momentum brauche ich auch nicht. Hau ich weg. ADX 14 brauche ich auch nicht. Entfernen und gehe auf. Jetzt kommt eine wichtige Sache. Apply nur für diesen Chart. Klickt ihr auf Apply for All, dann geht das in alle. Ja. Was kann man jetzt machen, wenn man am Anfang, dann ist es vielleicht in Ordnung. Später ist es dann, wenn ihr verschiedene Seiten habt, überschreibt ihr die. Und das ist dann blöd, wenn man sich Mühe gegeben hat, vielleicht keine Kaufbuttons in jedem Chart zu haben. Das ist dann irgendwie doof, wenn man das dann überschreibt. Also das kann man nur am Anfang verwenden. Wenn ich auf Apply klicke, dann ist ja lustig, was ist denn jetzt da reingekommen für eine rote Linie? Okay, so. Jetzt sind die ganzen raus und ich habe die aber immer noch drin, weil ich die vorher nicht angeklickt habe. Also gehe ich wieder auf diesen Button hier und schmeiße die raus, die ich jetzt nicht brauche. Immer noch was. SMA 20, SMA 8, lösche ich, so, übernehmen und okay. So, jetzt schaue ich mal an, wie die anderen Tabs aussehen, seht ihr? Die anderen sind auch weg, also da ist jetzt das Bollinger Band drin und so weiter. Wenn ich das drücke, dann passiert quasi in allen anderen Tabs das Gleiche im Action Bar. Ja, das muss ich wissen. So, noch am Anfang, wenn ich das sowieso drin haben will, spielt das ja keine Rolle, dann kann ich das locker übernehmen. So, Bollinger Band ist schick, wir haben das drin, wir haben ATR drin zum Beispiel, was wollen wir zum Beispiel auch noch benutzen? MACD zum Beispiel, kennt ja jeder. So, was mache ich? MACD will ich mal einblenden, mal ausblenden. Was habe ich gesagt? Action Bar. Klicken wir drauf, gehen auf Indikatoren, bearbeiten, nach links. Geben hier einfach bei der Suche, wenn wir wissen, wie der Indikator heißt, MACD ein. Da ist er. Entweder Doppelklick oder mit der linken Maustaste festhalten, rüberziehen in die Mitte und schon ist er drin. Rechts ist die Möglichkeit, hier Einstellungen vorzunehmen. Das ist hier die Standardeinstellung. Wer hier dran rumspielen möchte, kann natürlich hier auch die Durchschnitte und so weiter ändern. Und auch bei jedem Indikator, vielleicht an einer anderen Stelle, aber unter derselben Eingabe, Visualsachen, also im Endeffekt optische Sachen. Ihr könnt hier, wenn ihr auf diesen Haken klickt, immer weiter nach unten gehen und könnt dort im Endeffekt die Farbe anpassen. Ja, ich möchte jetzt hier nicht den Durchschnitt in Pink haben, sondern ich möchte ihn in einem Dunkelblau haben zum Beispiel. Und ich möchte nicht dünn die Linie haben, sondern in zwei ein bisschen dicker. Dann kann ich hier den Difference, den Dunkelblau möchte ich auch nicht haben. Ich möchte da vielleicht ein Rot haben. Und den MACD mache ich in grün. Muss jetzt nicht toll aussehen. Klicke auf OK und auf Apply for All, weil ich vielleicht das bei allen drin habe. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Okay, jetzt habe ich den MACD da drin. So sieht das Ding aus. Und gucke mal in den anderen Tabs, die dahinter liegen.
habe auch ein MACD drin. Also am Anfang, wenn ihr wisst, dass ihr sowieso alle gleich machen wollt, dann könnt ihr auf Apply for All drücken im Action Bar. Wenn das nicht der Fall ist, dann solltet ihr ja auf Apply drücken nur im Action Bar, weil das dann nur für diesen Chart ist, den ihr gerade seht. Ja? Und dann kann man das aufbauen und speichern. So, wenn ich eine MACD-Strategie habe, und das würde jetzt einfach mal so dann darauf aufbauen, mit einer Schwankungsbreite ATR, das kann ich wieder rausnehmen, wenn ich möchte. Bollinger Band kann ich auch aufnehmen. Ich habe einen aufgeräumten Chart. Was fehlt mir natürlich noch? Das Volumen. Das mache ich auch über dieses Ding, weil das Volumen soll ja immer drin sein. Gebe ich jetzt einfach mal ein, was das Volumen hat. Da sehe ich gar nichts. Also muss ich dann in die Indikatoren gehen und kann hier runter scrollen, bis mit Volumen irgendwas was kommt. V, da ist es. Da gibt es VOL, Volume. Dann gibt es Volume Up and Down. Das finde ich super. Doppelklicken geht auch. So. Einstellung rechts, weil das ist ein bisschen doof hier. Die auf, wenn eine Kerze grün ist, dann soll das auch das Volumen aber dunkelgrün sein, bitte, weil sich das hier nicht so verträgt. Da kann ich hier einmal alles auch in den Dark Green, ist nicht so toll. Dark Green. Und das Blau finde ich nicht für ein Dodgy auch nicht so toll. Das soll vielleicht ein Schwarz sein. So, und die Abwärtskerzen soweit. Das da drunter übernehmen und okay. Und schon habe ich hier ein Volumen drin, den ATR drin, den ich permanent hier drin haben will, um die Schwankungsbreite zu sehen. Da muss ich halt nicht mehr klicken. Ich kann mir aber das Bollinger Band dazu nehmen und wenn ich Lust habe, den MACD rein oder rausnehmen. Sieht jetzt farblich schon ein bisschen angepasst aus, kann ich mich mit dem zufrieden geben. So, und wenn ich jetzt keine Zeit habe, weil ich arbeiten gehen muss oder ins Bett, dann muss ich was machen? Natürlich die Arbeit speichern. Das ist ja ganz wichtig. Ich klicke hier mit rechts hinein und habe dann auch wieder ein Menü. Das ist das, was ich meine. Also nicht über den Button, gehe dann auf Einstellungen, Chartvorlage, speichern unter und habe natürlich die Möglichkeiten, hier irgendwas zu überschreiben. Das würde ich aber nicht machen, sondern ich gehe jetzt nach oben auf Select. Und kann hier einen Namen vergeben. Und mein Tipp an alle, macht so, wie ich es mache, vergibt dem Namen. Also ich sage mal jetzt TS, Trading Station, Unterstrich, Chartvorlage. In dem Fall die erste zum Beispiel kann man ja sagen, was ist es, ein Screener. Soll später mal ein Screener werden. Das soll mein Chart dafür sein. Und könnte jetzt auch noch was dann als dazugeben, aber das würde im Endeffekt reichen. So, klicke auf OK. Und jetzt kann ich im Endeffekt Folgendes machen. Ich kann jetzt hier in die, wenn das schon fertig ist, könnte ich jetzt in die rechten Chart gehen, weil der sieht ja immer noch so aus, hat nur die anderen Sachen dabei. Kann man rechts hier reinklicken. Einstellungen. Chartvorlage laden. Und jetzt suche ich da unten das TS-Screener und wenn ich immer das gleiche Vorzeichen nehme, dann sind meine eigenen Vorlagen immer alle zusammen. Ich muss die nicht irgendwo suchen, weil ich immer anderen Namen vergebe, deswegen immer vorne den richtigen Namen vergeben. Also TS-Screener und schon sieht das genauso aus. Dasselbe kann ich hier auch nochmal machen. Und deshalb ist es so wichtig, sage ich mal, Chartvorlagen zu speichern, damit man es auch benutzen kann. So. Dann gehe ich wieder auf Groß und muss mir jetzt Gedanken machen, was möchte ich denn jetzt noch hier überhaupt als Funktion haben, was ist denn sinnvoll? Und es gibt noch die Funktion, wenn man auf den Action Bar gibt, die ich vielleicht, wenn ich so einen Screener habe, sinnvoll ist, das Layout zu haben, ist oder Vorlagen nicht, Zeiteinheiten, das brauche ich auch nicht, Instrumentlisten ist zum Beispiel wichtig, wenn ich wissen möchte, welche Instrumentlisten ich dann nachher so irgendwie eine Watchlist zum Beispiel haben möchte oder ich möchte so einen Wert gleich ins Depot packen oder so weiter. Das ist für den nächsten Schritt, das machen wir beim nächsten Mal, wo wir halt die Grundstruktur festlegen, das heißt die Tabs, die hier oben benannt werden, um dann im Endeffekt diesen Workflow hinzubekommen. So, und was kann ich noch gebrauchen? Zeichnungen natürlich. Ja? Also freie Handzeichnungen, Rectangle, Fibonaccis, wenn ich möchte, auch da kann ich sagen, nee, Fibonaccis möchte ich nicht haben, mache ich zum Beispiel jetzt weg, brauche ich nicht. Trendlinie, ja, ist okay.
Und jetzt kann ich Folgendes tun, Dinge auch hinzufügen, draufgehen und sagen, ich möchte jetzt, Freehand hatte ich schon, Rectangle hatte ich auch schon, was gibt es denn noch hier? Gibt es ja diesen Messer, wo ist er? Den finde ich immer ganz cool. Wo ist er denn? Ist er nicht da? Ruler, Ruler heißt er, genau. So, dann gehe ich auf Apply for All, weil das ja alle noch so haben sollen. Und dann ist dieser Ruler hinzugefügt. Okay. Und jetzt kann ich, wenn ich so ein Zeicheninstrument habe, ich hoffe, es funktioniert, anklicken, da reinmalen und ich sehe, in hellgrün will ich nicht. Dann gehe ich da drüber, dann sehe ich die zwei Punkte und dann kann ich doppelklicken. Und dann sage ich mir, nö, also die Linie soll auf jeden Fall dunkelgrün sein. Okay. Dann soll die auch ein bisschen dicker sein, Stufe 3. Und brauche ich nicht, möchte dem jetzt einen Namen vergeben. Wenn ich das möchte, kann ich das machen. Ich kann aber auch sagen, Standard. Nee, dann schaltet er wieder um. Das ist doof. Also normal. Fehler nicht auf Standard klicken. Seht ihr, so einfach ist das manchmal nicht. Kann jetzt sagen, TL wie Trendlinie. Grün und klicke dann auf Diskette. Und dann habe ich das im Endeffekt gespeichert. Jetzt ist die Frage, macht der das mit oder nicht? Macht er. Das ist, glaube ich, bei auch einer der neueren Funktionen, habe ich die Trendlinie da drinnen angepasst. So kann man die farblich anpassen. Ja, beim Rectangle genau das Gleiche. Das ist super. Das lasse ich einfach so. Kann ich lassen, wenn ich sage, nee, freie Schrift, die ist auch super. Markiere ich, lösche ich, super. Der Ruler ist das, was man prozentual anzeigt und so weiter messen kann. Das will ich aber auch in der Farbe sehen, wenigstens in Schwarz. Und das auch in einer Breite, dass man das auch lesen kann und sagt, Ruler schwarz meinetwegen, speichere mir das ab. So. Und dann mache ich hier lieber Prozent, weil ich will lieber Prozent sehen, Perioden will ich sehen, das heißt, wie viele Tage von hier bis hier sehe ich dann, es sind 38 Perioden und diese Distanz sind 1,6% und der Preis wäre so, absolut brauche ich gar nicht, sondern ich brauche nur Perioden und Prozent. Dann klicke ich nochmal auf Speichern. Tschüss und so. Habe ich jetzt wieder verstellt das Ding. Das war jetzt einer. Habe ich auf Standard geklickt wahrscheinlich. Dann nehme ich doch mal die 2 und schwarz nochmal. So schnell geht es, dass man sich verklickt. Und ihr seht auch bei diesen Klicken nicht auf Standard, dann auf Schließen und dann müsste der neue auch so aussehen. Genau. Da habe ich den Preis, da müsste ich dann die Bars ändern oder ins Prozent nochmal gehen. Also man kann es immer noch wieder verändern. Wichtig ist, dass er dann auf die Auswahl geht. Ja, da seht ihr Default oder Schwarz und dann speichert, wenn ihr es verändert habt. So, Prozent. Absolut raus und speichern und gucken, dass es da drin steht und dann schließen und dann habt ihr die neue. So fummelt man sich die Sachen da rein. Und jetzt ist es dann wieder wichtig zu sagen, ich muss es wieder speichern, wenn ich Feierabend mache, weil wir haben schon 19:59. Klicken wir wieder mit rechts hinein. Einstellungen, damit es auch ins Blut übergeht. Chartvorlagen, das heißt nur für diesen Chart, der jetzt hier so hellgrau ist, speichern unter. Und wir wissen ja, TS-Screener speichern wir. So, und so haben wir das gespeichert. Das heißt, wir arbeiten, oder ihr arbeitet im Endeffekt immer an dieser einen Vorlage, bis die so ist, wie ihr sie haben wollt. Das bedeutet, man muss sich Gedanken darüber machen, was brauche ich für meine Strategie? Und so kann man das im Endeffekt einstellen. Das heißt, ihr habt heute gelernt, wie man den Action Par im Endeffekt benutzt, um die Chart-Sachen einzustellen, wie man Dinge verändert in der Umgebung, wie die Planung aussieht. Und ihr könnt euch auch noch auf das nächste Webinar freuen, wo wir genau da an dem Handelsplatz weiter ansetzen. Das heißt, man kriegt sukzessive den Zuwachs dazu zu den Link, bis wir dann eine ganze Serie haben, die man sich dann halt zusammen angucken kann und das im Endeffekt als Arjuna Trader Ausbildungsserie nehmen kann. Also vielen Dank für eure Mitarbeit. Fand das sehr schön für eure Anregung. Der Stefan hat gefragt, ob es im Volumen wie POC oder POC gibt, da bin ich nicht der Fachmann. Es gibt auf jeden Fall das Volumen Add-on,
und da einfach mal in das Agena Trader Team schicken. Ich weiß nicht, was in jedem Add-on da drin ist, ob das dort drin ist. Ich denke mal schon. Das muss man aber extra kaufen. Ich glaube, es ist ein Einmalpreis. Dort einfach mal reinschreiben. Und von meiner Seite aus wünsche ich euch einen schönen Abend und begrüße euch dann wieder zum nächsten Webinar, wenn es genau an diesem Punkt weitergeht. Danke. Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank, Carsten. Aufzeichnung kommt natürlich wie immer so schnell wie möglich online, sodass man das Ganze nacharbeiten kann. Natürlich ein riesen Dankeschön an alle, die heute live dabei waren. Und ja, ich schließe mich dem an, wünsche auch einen schönen Abend, noch ein erfolgreiches Trading heute Abend. Gerade kam ja auch die FED-Entscheidung. Und? Deswegen, ja, Zinsen bleiben natürlich jetzt erstmal gleich. Aber ja, die Pressekonferenz wird ja auch gleich noch ein bisschen spannend, hoffentlich. Ja, passen Sie auf Ihre Positionen auf und sehr gerne dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.